Mal sehen. Der Winsbacher Knabenchor. Vor Corona, da hatten die Jungs hier jede Menge Auftritte in der ganzen Welt. Während der Pandemie mussten sie eine Pause einlegen. Jetzt kehrt die Normalität zurück und trotzdem ist vieles anders als davor. Am Sonntag lädt der Knabenchor zum Tag der offenen Tür ein, auch um wieder Nachwuchs zu akquirieren. Der 12-jährige Santino Chimento hat Stimmbildung. Zusammen mit Chorleitungsassistent Alexander Rebetke wird geprobt. Also wir dürfen jetzt zum Glück wieder ohne Abstand singen, was leider in der Pandemie nicht so war. Für Santino ist es das dritte Jahr beim Winsbacher Knabenchor. Er weiß daher, wie es vorher war, mit seinen vielen Chorkollegen auf der Bühne zu stehen. Dann der Lockdown und Gesang via Videochat. Auch aus Lehrersicht eine schwierige Situation, obwohl jeder sein Bestes getan hat. Die Technik hat eine Grenze und man kann natürlich eine Stimme nicht so gut einschätzen über einen Computer. Dann gibt es technische Probleme, dann verzerrt sich wieder was. Nicht jeder hat die technische Ausstattung, damit das musikalisch auch wirklich sinnvoll ist. Ende Oktober steht die Premiere von Felix Mendelssohn Bartholdys Elias an. Während des Lockdowns hat jeder für sich selbst geprobt. Jetzt setzt Chorleiter Martin Lehmann die Stimmen der Sänger zusammen. Was in der Pandemie auch gelitten hat, die Nachwuchsakquise. Nur 10 neue Schüler sind in diesem Schuljahr dazugekommen. Normalerweise sind es mehr als doppelt so viele. Wegen der Maßnahmen konnte die Nachwuchsabteilung weder in Grund- noch in Gesangsschulen werben. Und das müssen wir alles jetzt nach Corona wieder aufbauen. Weil einige Jahrgänge zuvor sehr stark waren, ist die Lage aktuell aber nicht ganz so schlimm. Insgesamt sind es 130 Chorknaben. Elias ist eine der letzten großen Produktionen für Martin Lehmann in Winsbach. Im Juli wurde nämlich bekannt, dass der Chorleiter nächsten Sommer in Dresden der neue Kreuzkantor wird. Die Winsbacher und ich, wir genießen unsere letzte Saison. Wir wollen natürlich alle daran arbeiten, dass hier in dem Auswahl- und Findungsprozess ein guter neuer Chorleiter gefunden wird, der Winsbach zum Leuchten bringt. Denn der wird noch gesucht. Die neuen Chorknaben-Anwärter jedenfalls können ab Ende November vorsingen und am Sonntag zum Tag der offenen Tür kommen.